Und schon geht es weiter mit einer wunderschönen neuen Folge von Parasite Eve 1 auf der PlayStation 1. Ja, nachdem wir in der letzten Folge einiges erlebt haben, würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg ins Krankenhaus. Das ist der erste oder der letzte neue Spot, der dazugekommen ist. Und ich klicke da jetzt einfach mal drauf und wir sind gespannt, was passiert. Wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, dann lasst doch mal ein gespanntes Däumchen oder ein gespanntes Kommentar hier. Das würde mich sehr freuen und meinen Kanal ein bisschen unterstützen. So, ja. Was ist los? Du bist so unheimlich still. Ich frage mich nur, warum Daniel nicht mit uns kommt. Naja, er muss erstmal im Revier bleiben. Als stellvertretender Captain hat er viel zu tun. Er sagte, er kümmert sich um Clem. Außerdem will er ja bei seinem Sohn Ben sein. Ach ja, natürlich. Maeda? Ja? Dieses Wesen, das in Japan geboren wurde, was ist mit ihm geschehen? Es ist gestorben, zusammen mit seinem Vater, dem Forscher. Wie konnte so ein Monster denn sterben? Es gab eine Rebellion. Die Mitochondrien vom Vater konnten sich nicht mit denen von dieser Japan Eve verbinden. Sie begann zu zerfallen und der Vater hielt ihren sich auflösenden Körper in seinen Händen fest. Daraufhin starben sie beide. Auch wenn es ein Monster ist, sie bleibt dennoch dein Kind. Okay. St. Francis Krankenhaus. So, und hier in dieser Location bekommen wir irgendwo eine richtig geile Rifle, die ich auf jeden Fall tunen werde. So. Hier ist es. Dieses Krankenhaus. Es ist heiß. Scheint so, als ob Eve hier drin wäre. Du wartest hier. Aya? Nimm das. Majoke. Hilfreicher Glücksbringer. Das ist eine Glocke, die böse Geister fernhält. Behalt es einfach. Behalt es einfach bei dir, okay? Danke, ich werde es behalten. Ich habe ja gelesen, dass diese Talismänner und Glücksbringer, die er uns gibt, überhaupt nichts machen. Gar nichts. Ja, das Spiel gaukelt uns vor, behalt das mal, aber im Endeffekt bringt uns das nicht wirklich viel. Von daher werde ich das wahrscheinlich bei der nächstmöglichen Möglichkeit einfach wegbringen. Einfach in die Kiste packen und verstauen, weil es bringt halt nichts. So. Guck mal, ein rotes Kraut, wie bei Resident Evil. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Guck mal, da kommen wir sogar. Ach, da ist eine Kiste drin. Ein Tool. Tool ist übrigens nicht nur ein schöner Gegenstand, sondern auch eine sehr gute Band. Tool höre ich schon ganz gerne, ab und zu mal. Die machen so schön lange Tracks und voll psychedelisch. Falls ihr die noch nicht kennt, einfach mal reinhören. Vor allem 10.000 Days, richtig gut. Okay, komme ich denn hier durch? Die Tür ist verschlossen. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Ach lol, das kleine Kind. Oder der Geist. Maya? Oder war das nur mein Spiegelbild? Tür ist verschlossen. Hä? Wir drücken hier den Knopf und da geht die Tür auf? Was ist das denn für eine Logik? What? Willst du nach unten? Oh nein, die Aufzugseile. Hm.
Boah, ich frage mich ja immer in echt, was würde passieren, wenn der Fahrstuhl abstürzt? Geht das ganze Ding kaputt, wirst du zerquetscht, fällst du gravitationstechnisch irgendwie nach oben an die Decke oder wirst du einfach auf den Boden geklatscht? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles ganz weird. So, wo sind wir denn jetzt? Schlaf gut, schlaf süß. Kein Floh soll zwicken dir die Füß. Der Strom! Hä? Come on, ich sehe doch gar nichts. Eve versucht mich hier unten in eine Falle zu locken. Oh nein! Na klasse. Der eine Fahrstuhl ist kaputt und der andere ist ohne Strom nutzlos. Ja, super. Die Tür ist verschlossen. Kann ich denn wenigstens Wasser trinken? Auch nicht. Na, dann müssen wir uns wohl durch die Dunkelheit kämpfen. Okay. Nee, warte, wo gehen wir als erstes lang? Ich bin mir nicht sicher. Natürlich, gleich die Leichenhalle. Oh, what is this? Erstmal dieses komische Insekt hier. Okay, die waren eigentlich relativ einfach. Ich habe jetzt gedacht, das wären wieder solche Monster, die zum Beispiel nur gegen Magie anfällig sind. Das kennt man ja aus Resident Evil, wollte ich schon sagen. Aus Final Fantasy und so. Medizin 3 hier könnte ich speichern. Du brauchst die blaue Schlüsselkarte. Okay, die haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, ohne diese Karte kommen wir auch nicht weiter. Ich speichere trotzdem jetzt mal. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Verteidigung plus 2, das ist schon mal sehr gut. Ich denke, ich bekomme auch wieder so viele Items, dass ich die gar nicht tragen kann. Maya, warte, ich bin es. Was hast du denn da an? Dir muss doch kalt sein. Ganz vorne im Bild war auch noch eine Tür, aber ich bezweifle, dass wir die aufbekommen. Okay, das war relativ easy. So, gib mir mal ein bisschen Heilung. Munition 30 Stück. Ist das die blaue Schlüsselkarte? Sicherung 1.
für was das jetzt genau gut ist, weiß ich noch gar nicht. M779. Was ist das denn für ein Perk? M79. Ergänzt Beruhigungsmittel der Munition. Aha. 45, 67, 5. Wir können die mal ausprobieren, aber ob die jetzt besser ist wie die, die ich gerade habe, bezweifle ich, ja? Jetzt sind wir hier. Ach so! Okay. Was für ein Raum war das? Habe ich jetzt gar nicht richtig lesen können. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Boah, die ist ja richtig fies zu uns. Was ist denn da los? Jau! Ja, und jetzt? Jetzt komme ich hier nicht weiter, oder wie? Tür ist verschlossen. Oder haben die das vielleicht falsch übersetzt oder so, dass die Sicherung eigentlich die blaue Keycard ist? Ich weiß es nicht genau. So, hier ist ja sonst gar nichts, ne? Mal alles abchecken, aber... So, jetzt testen wir mal die Waffe. Ach, das ist, glaube ich, ein Granatenwerfer, ne? Oder eine Schrotflinte. Die macht zwar gut Schaden, aber ich weiß ja nicht. Nee, komm, die gefällt mir nicht. SG 550 ist schon ganz nice. So. Dann probiere ich mal hier lang zu laufen. Eine andere Möglichkeit haben wir ja jetzt gerade gar nicht. Nee, warte mal. Ich probiere jetzt mal die Sicherung. Weil ich habe jetzt keinen Sicherungskasten gesehen. Kann ja sein, dass es irgendwie falsch übersetzt wurde. Fehler können passieren. Aber ich brauche wirklich die blaue Schlüsselkarte. Okay, dann müssen wir wohl was anderes finden. Moment. Vielleicht geht der Fahrstuhl jetzt wieder. Das könnte natürlich sein. Mit der Sicherung? Das kann gut sein. So, ich gönne mir mal ein bisschen Medizin. Also ich bin jetzt voll den Umweg gelaufen eigentlich. Mal gucken, ob ich die hier irgendwo einsetzen kann, die Sicherung. Tür ist verschlossen. Ja, aber wie denn sonst? Was soll ich denn sonst hier machen?
Irgendwo muss ich doch die Sicherung eingeben. Da ist ein Sicherungskasten, bringt aber auch nichts. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Hier bin ich ja gerade lang gelaufen, das kann auch nicht sein. Hier kann ich nichts öffnen. Wo ist denn hier zum Teufel in den Sicherungskasten? Hallo? Ja, ich laufe jetzt die ganze Zeit im Kreis, aber das bringt nichts. Ich habe irgendwas dazu bekommen, ich habe es gerade gar nicht gesehen. Was war das denn? Wir schauen mal gerade eben im Inventar. Entgiftung. Hast! Oh, geil! Hast! Ich habe doch in einer Folge gesagt, das wäre voll cool, wenn man das bekommt. Das ist sehr gut. Haste. Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Es kann doch nicht so schwer sein. Wo waren wir noch nicht? Gibt's hier noch eine Tür? Sieht jedenfalls so aus, ist es aber nicht. Jetzt gehe ich nochmal hier lang. Scheiße, habe ich irgendwas übersehen? Es muss doch irgendwie weitergehen hier. Die klettert da auch nicht hoch, die läuft auch nicht daran vorbei. Okay, das können wir auf jeden Fall knicken. So, hier können wir knicken. Die Tür ist verschlossen. Autopsieraum. Wenn ich jetzt zurückgehe. Ich werde es nochmal probieren. Weil ich habe das Gefühl, ich habe hier den richtigen Spot noch nicht entdeckt. Tür ist verschlossen. Ich kann hier wirklich nichts machen. Also in Resident Evil 4 waren die Sicherungen für den Fahrstuhl, in Resident Evil 4 sage ich schon, in Resident Evil 7 Biohazard, da waren die Sicherungen im Fahrstuhl. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass die vielleicht auch hier im Fahrstuhl sind. Sind sie aber nicht. Jetzt bin ich wieder hier, da war ich aber auch schon 10-mal. Okay. Also ich glaube irgendwie, dass wir in dieser Folge nicht fündig werden. Irgendwo muss man doch diese Sicherung einführen können. So, hier werde ich jetzt einmal flüchten. Flucht fehlgeschlagen. What? Zum ersten Mal. Immer noch fehlgeschlagen. Also, das gibt's doch gar nicht. Ah,
hier war noch eine Tür, aber ich glaube, die führt jetzt zu dem Raum, wo wir die blaue Schlüsselkarte brauchen. So, ich speichere nochmal. Brauchst die blaue Schlüsselkarte. Das ist ja ein Murks. Und dann kommen wir wieder an Anfang, ne? Mal probieren, ob ich hier was machen kann. Nee, die geht zur ersten Tür nicht hin. Das ist ja echt weird. Was soll ich denn hier machen? Jetzt hänge ich aber gerade. Hier, die Spinde kann ich auch nicht öffnen. Das wäre jetzt der letzte Raum, wo wir irgendwie was machen können. Scheiße. Steht denn da nichts bei? Gegenstand. Ich habe das Ding noch nicht mal... Ach hier, Sicherung 1. Sicherung. Einfach nur Sicherung. Willst du mich verarschen? Was? Nein, nein, nein. Toll, was soll ich denn machen? Oder ich muss halt die blaue Karte finden irgendwo. Dass man die nicht sieht. Das ist ja echt gruselig. Okay, wir spielen schon 25 Minuten und haben eigentlich gar nichts erreicht. Das tut mir schon so ein bisschen weh in der Seele. Aber ich kann es gerade echt nicht ändern. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Scheiß die Wand an. Dabei ist das bestimmt voll einfach. Und ich finde das einfach nicht. Es muss doch irgendwo eine blaue Schlüsselkarte liegen. Ah, Autopsie. Ah. Oh, lol. Boah, ich hasse sowas wie die Pest. Du suchst 80 Jahre lang und dann findest du auf einmal irgendeinen pixelgenauen Treffer, wo du was machen kannst. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo war das denn? Ganz am Anfang, ne? Oh, lol. Autopsie. Ich glaube, war das hier? Tür ist... Ach, ja. Okay, hier ist es. Boah, schrecklich. Boah, ist das ein Kind? Das Skelett sieht so klein aus. Das ist ja mega mies. Angriff plus 2. So, man sieht anhand dieser Folge, dass man wirklich jeden Scheiß untersuchen muss. Boah, ich bin ja auch voll schnell. What?
Nein, ich sterbe! Nein! Oh nein! Okay, wir haben ja eigentlich nicht viel erreicht, ne? Scheiße. Oh lol. Ey, wir waren doch gerade dabei. Ach komm, weißt du was? Ich hole jetzt mal eben den Autopsieschlüssel nochmal und dann speichere ich nochmal. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, weil die Folge wird sonst viel zu lang. Ich weiß es jetzt schon. So, guck mal, der ist ja hier direkt. Und dann speichern wir nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Parasite Eve 1 auf der PlayStation 1. War trotzdem schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es tut mir leid, dass das hier alles so ein bisschen, ja, langsamer läuft. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wir sind gerade erst bei Level 20 und ich habe keine Ahnung, wo hier was versteckt ist. Wird also wahrscheinlich die nächsten Folgen nicht anders laufen. Außer wir spielen und grooven uns irgendwie ein. Es ist halt ein Spiel aus der alten Zeit. Da ist das alles noch nicht so vereinfacht wie heute in den ganzen Remakes oder so, ne? Also, da wird noch einiges auf uns zukommen und ich bin gespannt, was. Seid also dabei, wenn es euch interessiert und freut, dass ich hier ein bisschen alte Spiele spiele. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also seid dabei. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann. Und ja, schaut dann beim nächsten Mal rein, wenn ich in den Autopsieraum gehe und hoffe, ein bisschen weiterkomme. Bis dann.